30 Punkten. In der Heimtabelle sind wir Sechster. Unsere 12 Heimspiele haben uns zu 7 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen geführt bei 20:12 Toren. Letzter Spieltag, leider am Mittwoch, 0:3 beim TSV Havelse verloren. Die besten Torjäger bei unseren Gästen mit jeweils 9 Toren, Marius Kleinsorge und Nils Pichinot auf Platz 12 der Ligawertung. Bester Schütze beim BSV mit 6 Treffern ist Francis Banecki und damit 24. in der Ligawertung. Im Fairplay, da sind wir Tabellennachbarn. 5. ist Goslar mit 52 Gelben, einer Gelb-Roten und einer Roten Karte. Der BSV Rheden einen Platz dahinter, 6. mit 53 Gelben und ebenfalls einer Gelb-Roten und einer Roten Karte. Natürlich begrüßen wir auch herzlich die Schiedsrichter der heutigen Partie. Sven Schlickmann ist 31 Jahre alt, kommt aus Ganderkesee und in Rheden mittlerweile schon ein alter Bekannter. Seine Assistenten sind Max Magnus Lünebrink und Dirk Schröer. Natürlich haben wir auch noch ein bisschen Statistik. Von Goslar nach Rheden sind es rund 200 Kilometer. Die Einwohnerzahl von Goslar 40.989, Rheden 1.766. Leider verletzt, heute nicht dabei. Miloš Mandić mit einem Meniskusschaden, Danny Arendt mit einer Wadenverletzung, Brian Jordan mit einer Zerrung und Daniel Dunkel mit einer Sprunggelenksverletzung. Wir wünschen allen eine schnelle Genesung und hoffen, dass ihr bald wieder bei uns auf dem Platz seid. Dass er geht ist am Ende. Thank you.
75. Spielminute, Spielerwechsel beim BSV Reden. Wir bedanken uns bei unserer Nummer 10, Kevin Adler. Super, Kevin! Und wir begrüßen euch in der Partie mit der Nummer 17, Josip Tomic. Oh, der ist auch neu gekommen. Super.